Nach dem Streik ist vor dem Streik. Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Im Güterverkehr soll der Streik ab heute Abend 18 Uhr beginnen. Für Zugreisende geht per Bahn morgen früh ab 2 Uhr voraussichtlich nichts mehr. Auf den meisten Strecken in Schleswig-Holstein werden die Züge nur im 2- oder 3-Stunden-Takt fahren. Aber die Berufspendler, diejenigen, die wirklich darauf angewiesen sind, die sind stinkesauer, weil ihnen ja auch Geld flöten geht. Und das kann eigentlich auch nicht das Ziel eines gewerkschaftlichen Streiks sein, dass andere Arbeitnehmer aktiv geschädigt werden. Besonders hart trifft dieses Mal eine Mischung aus Bahnstreik und Bauarbeiten die Insel Sylt mit ihren vielen Pendlern. Der Autozugverkehr auf und von der Insel wird von Dienstag bis Donnerstag komplett eingestellt, da in Westerland auf Sylt, Niebüll und Tönning die alten Stellwerke durch neue elektronische ersetzt werden. Die Grundstimmung ist sehr schlecht unter den Pendlern, wenn man sich unterhält in den Zügen. Und man kann eine Abwanderung feststellen, dass sich ganz viele natürlich dann andere Arbeitsplätze auf dem Festland suchen, ne, um diese ganzen Pendlerei nicht mehr zu haben. Von heute Abend bis Freitagmorgen werden die Personenzüge zwischen Morsum und Westerland durch Busse ersetzt. Autos und Lkw sollen laut Deutscher Bahn die Sylt-Fähre nutzen, die zwei zusätzliche Fahrten anbietet. Zumindest stündlich soll so die Reise nach Sylt möglich sein. Für die Insel selbst, die Anwohner und die Pendler hat die Situation bereits jetzt Konsequenzen. Geschäfte in den Einkaufsstraßen könnten geschlossen bleiben. Es ist immer der Fall, gerade bei kleineren Geschäften, dass man dann relativ schnell reagieren muss. Das kann man mal verschmerzen, das passiert mal, aber dann immer wieder in dieser Form auch dieser Streik, Ankündigungen, Umsetzungen, das ist dann doch schon nicht tragbar. Wie stabil der Geduldsfaden der vielen Pendler ist, wird so erneut auf die Probe gestellt. Sie hoffen, dass sich durch die neu eingebaute Technik der Verkehr auf der Marschbahn stabilisiert und dass sich vielleicht sogar zeitnah auch die Deutsche Bahn mit ihren Lokführern einigt.